schon wieder sehr viel länger vor, weil wir uns hier eigentlich wirklich so zu Hause fühlen. Aber es ist wirklich erst das dritte Mal. Wir haben das gerade, den, ich muss ja den Präsidenten, vieni qua. Hallo. Präsidente. Wir haben das gerade mit unserem Kollegen aus Italien, Carlo Orsi, er ist der Präsident der italienischen Kunsthändlervereinigung. Wir sind sehr glücklich, dass er heute hier ist, um die Kollegen aus Italien zu repräsentieren. Die später auch noch kommen werden. Bitte? Die kommen alle. Die kommen alle. Lassen sich das natürlich nicht entgehen. Vengono tutti, ha detto. Non solo il Presidente, vengono tutti. Weil, wie Sie ja wissen, wir haben Biennale dell'Antiquariato in Florenz begründet. Wir, eine Gruppe von 12 Kollegen, hier von den Highlights, sind in Florenz gewesen und haben dort in einem schönen Stand gemeinsam ausgestellt. Im Palazzo Corsini. Palazzo Corsini, dem Sitz der Biennale dell'Antiquariato in Florenz. Wir hatten eine wunderbare Woche. Die kulinarischen Highlights, die wir so nebenher in Florenz erlebt haben, die können wir jetzt vielleicht nicht so den Italienern zurückgeben. Ab und zu eine Weißwurst beim Franziskaner. Aber es war eine wunderbare Woche und ich wünsche unseren italienischen Kollegen eine ebenso erfreuliche und auch erfolgreiche Woche hier in München, wie wir sie in Firenze gehabt haben. Capisce tutto. Okay. Also, meine Damen und Herren, Georg, fällt dir noch was ein? Vielleicht noch der Hinweis, ja, dass die Kollegen eben in diesem Mittelstand dort hinten sind, genau, versammelt sind, ähnlich wie wir das auch in Florenz hatten. Und dass wir die Messe eigentlich auch ein bisschen wieder umgebaut haben, ein paar Fluktuationen sind mir doch aufgefallen. Aber im Grunde ist sie so geblieben, wie sie ist. Die Highlights der Highlights, das Beste, was die Kollegen mitbringen konnten, aus Deutschland, aus Amerika, aus der Schweiz. Wir sind sehr froh, dass wir alle wieder so hochkarätig versammelt sind. Und ich glaube, dass das auch wirklich zum Charakteristikum der Highlights geworden ist, was diese wunderbare Messe auch dieses Jahr wieder zeigt, nämlich einen wirklich schönen Mix von der Antike bis zur zeitgenössischen Kunst mit wunderbaren Durchblicken und Gegenüberstellungen, die wirklich inspirieren. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, in diesem Sinne, lassen Sie sich inspirieren, gehen Sie mit offenen Augen, offenen Ohren durch die Messe, lassen Sie sich inspirieren, so wie wir das jeden Tag tun und seit dem Aufbau eigentlich getan haben. Viel Freude, viel Spaß beim Besuch der Highlights. Ja, das ist praktisch. Ich kann es auch mal jetzt.
Guten Tag, mein Name ist Virginie Spanley und ich bin Direktorin der Kunstkammer Georg Laue und ich möchte Ihnen ein Werk vorstellen heute, was für die Residenz, für die Münchner Residenz besonders wichtig ist und hier zum ersten Mal auch in der Münchner Residenz wieder gezeigt wird. Es ist eine Mohrenuhr, wie Sie sehen, also ein Automat, das sich zum Teil bewegt, aber auch für die Zeitanzeige zuständig ist. Und diese Uhr ist von dem Meister Kreitmeier gemacht worden, der hier in München tätig war und genau in der Residenz auch gearbeitet hat. Das heißt, hier mehrere Jahrhunderte nach Entstehung dieser Uhr können wir ein Hauptwerk des Meisters in seinem ursprünglichen Rahmen in der Residenz zeigen.